Willkommen zurück. So, probieren wir es jetzt noch. Ups, nochmal. Erstmal aufmachen. Yes. Stufe 2 hat sich ja dann doch schon mal gelohnt, hier hochzukommen. Oh nö, jetzt ist das wieder zu. Ja, leck mich doch. Wenn ich mich nicht täusche, kann man sich auch so ein bisschen festhaken, ne? Waren die letztes Mal auch hier? Respawnen die also, oder? Ja, die waren hier. Ah, wenn wir jetzt dieses Wasser gefrieren, können wir theoretisch da hoch, wo ich letztes Mal hoch wollte, ne? Hallo, nicht so. Oh, hallo. Genau. Ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Nein! Oh, ist das anstrengend. Juhu! Over the broken bridge, Zao. Please do not fall this time. Na, ob's da krieg ich das hin? Ah, oh, verdammt, ernsthaft? Oh. Returning Menü. Menu. Okay, das war also Tales of Kenzera Zao. An sich eigentlich ganz cool. Ups, hab doch gar nicht gedrückt. Aber mit diesem Gefrierkram und dann schnell hochjumpen, also dieser Walljump, da werde ich nicht mit warm. Das ist mir zu, ja, zu schwierig irgendwie. Ich bin es halt irgendwie immer gewohnt. Springst ab an der Wand, kommst an der nächsten Wand, springst da im richtigen Moment wieder ab. Dass man halt so relativ easy den Prozess hat, hochzukommen, aber hier habe ich das Gefühl gehabt, ich drücke zufällig das Richtige, um irgendwie hochzukommen. Also da war für mich nicht das Gefühl gegeben, dass ich alles unter Kontrolle hatte. Auf jeden Fall wäre auch wichtig, vielleicht habe ich es aber auch jetzt übersehen. Also bei der... Nein. Oh Gott. Also ich habe übrigens jetzt einen Bluetooth Windows Controller, Xbox Controller,
Und irgendwie will das nicht so, wie ich will, habe ich das Gefühl. Bei Rocket League hat es echt gut geklappt. Und hier, ich weiß nicht. Hier ist nichts mit, tatsächlich nichts mit Deutsch, ne? Weil das wäre, finde ich, gerade wenn man nicht so englisch mächtig ist, doch relativ wichtig bei diesem Spiel, weil ja sehr viel Story dann doch kommt. Okay. Also mit... Oh, und dann noch mit Maus, ne? Leck mich doch. Aber warum ist das unter Input? Achso. Wollte gerade sagen. Gut, naja. War jetzt denn doch ein relativ schnelles Ende. Mich würde auch noch interessieren, ob es hier Bosskämpfe gibt. Es würde sich anbieten, manchmal hat er dieses Kampfsystem. Oder gibt es dann einfach nur diese Arena-Kämpfe immer? So ein bisschen größerer Boss wäre, glaube ich, ganz cool. Naja, dann war es das jetzt mit Tales of Kenzerasau. Eine, ja, sehr, sehr kurze Folge zum Abschluss. Leider, leider, habe ich nicht mitgerechnet, sonst hätte ich das noch bei der anderen mit reingeklatscht. Naja, ist halt jetzt so spitze. Bedanke mich, bis denn.